Okay, Jungs und Mädels aus der Offroad-Szene, ich möchte heute ein kurzes Video machen über Softschäkel bzw. über deren Gebrauch, wie man die benutzt, weil mir fällt auf, dass bei allen Videos, die man im Internet so finden kann, meiner Meinung nach eine falsche Anwendung gezeigt wird, die aus meiner Sicht höchst gefährlich ist. Was nämlich gezeigt wird, ist, dass man einfach hier diese Schlaufe nimmt, macht die über diesen Knubbel und zieht das Ganze wieder fest. Aber das hält nicht. Das hält nur unter leichten Lasten. Und wenn sich das Ding mal dreht und läuft so oder irgendwie, dann rutscht das hier oben raus. Was nie gezeigt wird, also vielleicht liege ich auch falsch, da müsst ihr mir das sagen, aber bei mir ist das so, bei meinen Softschäkeln, die haben alle unter diesem Knubbel so ein Loch. Kann man das sehen? Kann man das sehen, das Loch? Ja? Okay. Perfekt. Die haben also hier so ein Loch, das kann man hier rausziehen. Und hier hat es ja so ein, jeder Softschäkel hat so eine Lasche zum Ziehen. Und was man eigentlich machen muss, ist, man muss dieses Ende erst hier unten durchziehen und dann das bisschen größer machen hier, dann über diesen Knubbel hier oben und dann festziehen. So, und das geht nicht mehr auseinander. Alles andere ist einfach nur höllisch gefährlich. Und unter diesen Umständen macht eben auch diese Lasche Sinn, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, liege ich falsch, weil alle anderen, alle Verkäufer im Internet, Herausgeber von Zeitschriften oder sogar Jungs, die Sport betreiben, haben das so gezeigt, wie es eben, wie es halt meiner Meinung nach richtig ist, nicht richtig ist. Und hier macht nämlich auch die Lasche Sinn, weil mit dieser Lasche löst man den Knoten wieder, dann kann man das recht einfach wieder rausziehen. Ich meine, es geht jetzt natürlich ganz einfach, weil keine Last drauf war, aber dafür ist die eigentlich da. Und die haben die alle diese Softschäkel, also die man professionell kauft, die haben so etwas. Dann macht man das hier drüber und zieht das hier unten wieder durch und dann ist der auseinander. Und so benutzt man den. Wenn ihr das einfach nur hier oben drüber macht und zieht das bisschen hier wieder zusammen, ja, also das ist lebensgefährlich. Das geht unter leichten Lasten wahrscheinlich. Oder stellt euch vor, ihr zieht euch einen Hang hoch, ihr müsst euch einen Hang hochwinschen, habt so einen Schäkel dabei und der rutscht dann auf einmal hier oben drüber und ist weg. Ja, also das ist nicht lustig, was dann passiert. Und ich habe mich einfach seit einiger Zeit jetzt genötigt gesehen, das einfach mal zu zeigen. Weil, wie gesagt, alles, was ich bisher im Internet gesehen habe, ist meiner Meinung nach falsch. Schaut einfach mal, ob ihr nicht auch unter dem Knoten so eine Öffnung habt, die man aufziehen kann. Also das geht natürlich, wenn man das hier unten zieht, ist das Loch zu, dann sieht das nicht aus wie ein Loch oder wie eine Öffnung in dem Sinn. Aber dafür ist das da. Erst dadurch und dann anschließend oben ein bisschen aufziehen wieder. Das geht natürlich immer wieder zu. Und anschließend oben über den Knubbel drüber, dann ziehen. Und das geht nicht mehr auseinander von selber. Okay, und da wir gerade dabei sind, bei Schäkeln möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar richtige Schäkel, Metallschäkel. Da gibt es diesen großen und diesen kleinen in Edelstahl. Der wird auch von den meisten Verkäufern immer so als völlig unnötig und unnötig teuer oder irgendwie so dargestellt. Die wissen, glaube ich, auch gar nicht, wofür der eigentlich da ist. Ja, dieser Schäkel hier, also bei mir, der ist jetzt mindestens 25 bis 30 Jahre alt. Der hat also mein ganzes Offroad-Leben hat der mitgemacht und gehalten. Der ist einfach dazu da, wenn man den aufmacht, komm mal ein bisschen ran vielleicht, dass man das sehen kann. Wenn man ihn auf hat und geht... Ja, und geht unter die Anhängekupplung, hast du es? Und macht ihn zu, dann kann der nicht mehr weg. Der kann hier nicht drüber. Der ist extra für dieses Maß gebaut. Und den muss man öffnen, um ihn unter der Anhängekupplung wieder wegziehen zu können. Machen wir wieder Abstand.
ein bisschen. Dafür ist dieser große Schäkel da. Das ist ein wunderbares Teil, weil wenn man Offroad unterwegs ist und ich sag mal, wer meine Videos gesehen hat, der hat ja vielleicht gemerkt, dass ich doch ein bisschen was mache, dann läuft das im Grunde so ab, man fährt raus, macht seinen Kinetikgurt da rein, macht das Ganze hinter der Anhängekupplung fest und das nur locker anziehen, nicht zu fest hier, sonst kriegt man es später unter Umständen schlecht wieder raus. So, und dann hat man seinen Kinetikgurt. Warum Kinetikgurt und nicht die Winde? Weil es mit dem Kinetikgurt 10-mal schneller geht. Und wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, man ist mit 7 bis 10 Autos unterwegs und ist richtig Offroad unterwegs und es steckt ständig einer fest, dann hat man, haben eigentlich alle nachher ihren Kinetikgurt fixiert. Ich hänge ihn immer oben. Halt, sage ich mal, jetzt hier über diese Lampen. So, macht ihn da oben dann fest. Und wenn jetzt hinter mir einer feststeckt, dann steige ich aus, nehme den ab und bin sofort fertig zum Bergen. Das ist eine super Sache, das geht eben extrem schnell. Man hängt ihn an, fährt zurück, fährt mit Vollgas in den Gurt, da gibt es kein Rucken, gar nichts. Diese Gurte sind genial, die gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Diese hier habe ich von Adventure Offroad. Das ist der Robby, also ich kriege da nichts für, ist nix, ich empfehle das nur, weil hier die Mischung stimmt. Also der elastische Anteil, der in dem Seil ist, der ist zum Bergen auf diese Art ideal, weil man fährt wirklich Vollgas in das Seil rein, es ruckt nicht, sondern es bremst einen ganz sanft ab. Das Seil übernimmt die kinetische Energie, darum heißt es auch Kinetikseil, und anschließend zieht es das Auto aus dem Dreck. Das ist also eine super Sache, geht schnell, kann ich nur empfehlen. Und dafür sind diese Schäkel einfach ideal. Ja, das wollte ich einfach noch dazu gesagt haben. Gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Ja, gibt es in der Regel in 2 Größen. Ich habe die noch beim DER gekauft vor 25 Jahren in München. Expeditionsausrüster, hatte immer schöne Sachen für Autos dabei, da hatte ich eigentlich meine Ausrüstung hier. Leider gibt es das heute alles nicht mehr, aber ich kann das so nur empfehlen, das ist eine super Sache. Dafür sind Softshakel gar nicht so geeignet, die Softshakel an Metall, und wenn es nur ein rechter Winkel ist, würde ich nicht benutzen, weil unter richtig starker Last schneidet auch nur ein einfacher rechter Winkel letztendlich in diesem weichen Material. Da ist also ein Metallschäkel einfach besser, sinnvoller. Ja, ich würde, wo wir gerade dabei sind, ich habe mal einen G aus dem Dreck gezogen. Da ist bei dem G vorne die Abschleppöse gerissen. Da war dann hier auch ein Metallschäkel dran. Dann ist der zurückgeflogen, komm mal her, dass man das sieht. Ja, dann nimm das mal auf hier. Und der ist mir der Metallschäkel hier gegen die Hecktür gedonnert. Und seitdem habe ich hier eine leichte Beule drin. Immerhin eine leichte Beule. Also nicht zu großer Schaden. Ne? Und also wie gesagt, seid beim Bergen vorsichtig und mit diesem Softshäkel. Wenn ich falsch liege, es kann sein, vielleicht gibt es andere Softshäkel, wo das nicht so ist, aber weil die allein schon diese Lasche haben, ich glaube nicht, dass diese anderen gezeigten Varianten, wo man einfach nur diesen über den Knopf die Lasche macht, dass das richtig ist. Das glaube ich nicht. Das ist viel zu gefährlich. Und es ist mir einfach ein Anliegen gewesen, das kurz hier mal darzustellen. Ich mache ja sonst solche Sachen nicht. Aber ich dachte einfach, das wäre sinnvoll und hoffe, ich kann einen kleinen Beitrag zur Sicherheit mit beitragen. Okay, also macht's gut, allzeit gute Fahrt, ciao.